längeren Pause öffnet das Hubers in Götzis am Garnmarkt Mitte Februar wieder seine Türen. Die neuen Pächter Mitch Baumann, Birgit Ellenson, Chefkoch Michael Häusler und das Team begrüßten die vielen geladenen Gäste aus ganz Vorarlberg. Recht humorvoll startete Mitch Baumann seine Eröffnungsrede und erntete einiges an Applaus. Anschließend erklärte der neue Pächter, was ihn dazu bewogen hatte, zusätzlich zur Bewertung der Kulturbühne Ambach das Hubers zu übernehmen. Ja, erstens einmal ist es ganz schwierig für mich als Gastronom Leute vorzuschicken. Das heißt, wir haben am Bach ein Restaurant mit 68 Sitzplätzen und zwei Säle, Kapazität von 600 und 350 Leuten. Daran erkennt man, dass das Restaurant einfach um vieles zu klein ist. Und ich verschicke nicht gerne Leute, dann denke, jetzt fange ich sie halt da im Hubers auf und schaffe so eine Symbiose und ich hoffe, es gelingt mir. Der Fokus liegt nicht wirklich an der gastronomischen Selektion, dass man sagen, wir wollen die nicht oder wir wollen das nicht, wir machen alles, ist ganz klar. Dieses Lokal hat über 16 Stunden offen, von morgen um 8 bis 1 Uhr. Wir halten die Zeit dann auch ein, also wir wollen wirklich bis 1 Uhr offen halten. Und ja, das ist ein Riesenbereich, wo wir da abdecken, vom Frühstück über ein tolles Mittagessen, Mittagsmenü, Nachmittag Kuchen und Kaffee, spezielle Desserts, am Abend dieses Restaurant und natürlich in der Nacht die Bar, also da decken wir alles ab und das ist recht spannend für mich. Auch Hermann Metzler betonte, wie wichtig ein solcher zentraler Treffpunkt für den Garmarkt ist, welcher Fokus gesetzt wird, und er erzählte uns auch, was in den unterschiedlichen Bauphasen am Garmarkt noch alles entstehen wird. Ja, für das Garnmarktareal ist natürlich sehr wichtig, aber darüber hinaus ist es für die gesamte Gemeinde wichtig. Gastronomie ist einfach gesellschaftlich ein äußerst wichtiger Bestandteil einer Entwicklung. Man trifft sich, man hat Freude, man sitzt, man trinkt und hat Spaß. Ja, wir haben insgesamt ca. 20.000 Quadratmeter Handels- und Büroflächen. Schätzen, dass bei Fertigstellung ca. 500 bis 600 Beschäftigte hier ihre Arbeit finden werden. Und darüber hinaus wird es so sein, dass wir versuchen, eine Szene in der Gastronomie zu bekommen. Also es ist geplant, noch weitere 3 Lokale zu eröffnen, sodass am Garmarkt selbst und in der Umgebung ca. 7 bis 8 Gastronomielokale schlussendlich dann bestehen werden. Selbstverständlich war auch der Götzner Bürgermeister Werner Huber vor uns. Er freute sich besonders über die Neueröffnung und blickte sichtlich stolz auf das ganze Projekt am Garnmarkt. Ja, selbstverständlich sind wir stolz darauf. Es geht sehr viel vorwärts. Wir werden heuer hier noch viel erleben können. Und die Gastronomie gehört natürlich sehr dazu. Das ist keine Frage. Denn ohne Gastronomie ist ein solches Zentrum einfach nichts. Und deswegen sind wir sehr froh, wenn wir hier gute Gastronomen haben. Und die haben wir offenbar. Das neue Hubers ist also zu jeder Gelegenheit die passende Location. Davon waren auch die Gäste überzeugt. Networking war angesagt. Ja, das Hubers in Götzis ist in meinen Augen ein Innenlokal. Und wir warten sehr darauf, dass das Innenlokal wieder aufgemacht wird. Wir haben jetzt über einen Monat schon gewartet und an und für sich ist es sehr dringend. Das Hubers hat sich natürlich in der letzten Zeit zum Treffpunkt für alle Nachtschwärmer aus Götzis und der ganzen Region entwickelt. Und wir freuen uns wirklich alle, dass es wieder offen ist. Und wir haben schon gesagt, so manche Sitzung wird wieder länger gehen, wenn wir uns einen Absacker hier nehmen. Ja, ich kenne eigentlich das Hubers schon sehr, sehr lange. Ich habe einmal bei der Firma geschafft, und zwar 10 Jahre lang bei Huber Trikot. Somit kenne ich eigentlich das gesamte Gebäude. War so, was da hinten früher war. Wir sind gute Freunde von Mitch, sind auch gern Gäste am Bach und jetzt natürlich somit da bei Hubers, und wir freuen uns unglaublich, dass er und Birgit die neuen Pächter sind vom Hubers und werden es geniessen, das die nächste Zeit öfters zum Besuchen. Für das leibliche Wohl war mit fein gewähltem Fingerfood bestens gesorgt und zur Unterhaltung trugen Hans und Harry von den Soul Checkers bei. So wurde das Hubers wiederum als idealer Treffpunkt bestätigt. Für die Gemeinde ist es ganz wichtig. Es liegt in der zentralen Lage, es ist ein tolles Café. Wir freuen uns sehr, dass es die Birgit und der Mitch Baumann übernommen haben, weil die einfach schon Erfahrung haben. Wir haben die beste Erfahrung mit ihnen
Und wir hoffen, es wird wirklich ein Innenlokal für Jung und Alt. Und ich würde selber sicher auch sehr viel herkommen. Es ist immer ein tolles Ambiente da in Götzis. Und ich bin froh, dass das also ein lässiges Lokal mit einer lässigen Betreiber ist wieder. Also wir sind mit dem Red Corner in Götzis und freuen uns, hier einen neuen Pächter erleben zu dürfen und können es eigentlich nur begrüßen als Bereicherung für den Ortskern Götzis, weil das Hubers ein immer wieder gern gesehenes Restaurant und auch eine tolle Bar hat. Marco Tittler, Geschäftsführer der Jungen Wirtschaft Vorarlberg, nutzte ebenso die Gelegenheit, sich unter die Gäste zu mischen und informierte sogleich über die Tätigkeitsbereiche der Jungen Wirtschaft. Die Junge Wirtschaft ist eine Vereinigung von jungen Unternehmern und jungen Führungskräften. Wir setzen uns für die Interessen von dieser Zielgruppe ein, machen Wirtschaftsveranstaltungen und probieren, diese Zielgruppe zu unterstützen bei ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die geladenen Gäste wünschten den neuen Pächtern natürlich gute Zeiten. So waren zur späten Stunde sehr zur Freude der jungen Damen die Serienstars der Fernsehserie Taifun Baidar und Thomas Drechsel mit dabei. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben heute, waren heute in den Bergen ein bisschen und mit unseren Freunden mittlerweile und die uns hier eingeladen haben. Toll, ich bin begeistert. Ja. Wir rutschen von einem Event und von einer tollen Sache in die nächste rein. Sei es Natur, sei es Theater und gestern der Wovo-Ball natürlich. Dem Mitch und der Birgit wünschen wir wirklich, dass es ihnen so gelingt, wie es ihnen auch am Bach gelingt, eines der führenden Lokale weiter zu betreiben. Ja, ich wünsche ihnen natürlich ganz viele zufriedene Gäste, die gern kommen, lang sitzen bleiben, viel Umsatz machen und zufrieden heimgehen und am nächsten Tag wieder kommen. Also ich wünsche ihm sehr viel Erfolg und mir wünsche es am Kellnerbereich, wenn ich mal eine Zigarette rauchen kann. Dem Mitch möchte ich in dem Fall alles Gute wünschen, natürlich für die Zukunft. Ich denke, dass es ihm super gelingen wird, die Synergien mit dem Kult zu nutzen und denke, dass er das super machen wird.